Kapitel 3.13.2 Was ist das HTML-Chartmodul? Mit diesem Element können aufgezeichnete Werte in Kurven oder Balkendiagrammen dargestellt werden. Das Chart-Element wird per Drag and Drop aus der Komponentenregisterkarte auf die Arbeitsfläche der Visualisierungsseite gezogen. Im Fenster Darstellung kann die Anzeige als Kurven- oder Balkendiagramm eingestellt werden. Bei Kurven wird eine neue Datenreihe für ein Liniendiagramm angelegt. Entsprechend werden weitere Eigenschaftsfenster und Parameter angeboten. Bei Balken wird eine neue Datenreihe für ein Säulendiagramm angelegt. Auch hier werden entsprechend weitere Eigenschaftsfenster und Parameter angeboten. Weiterhin können die Graphen gelöscht bzw. in den Vordergrund oder in den Hintergrund gesetzt werden. Wurde eine Datenreihe angelegt und markiert, kann man im Fenster Allgemein den aufgezeichneten Datenpunkt auswählen. Dieser wird wie folgt dargestellt. Der darzustellende Datenpunkt muss im Vorfeld im Chartmodul parametriert werden. Es erscheint eine Auswahlliste der angelegten Datenpunkte aus dem Chartmodul. Im Fenster Eigenschaften kann man auswählen, ob die Mittelwerte, Maximalwerte oder Minimalwerte dargestellt werden sollen. Im Chartmodul werden für die aufgezeichneten Werte minütlich der Mittelwert, der Maximal- und der Minimalwert gebildet. Nach einer Stunde werden für diese Werte wiederum die Mittelwert, der Maximalwert und der Minimalwert errechnet. Im Fenster Linie kann die Darstellung des Graphen angepasst werden. In den zusätzlichen Eigenschaften stehen die Einstellungen der Farbe, Transparenz, Linienstärke und Linienform in der gewohnten Weise zur Verfügung. Im Fenster Wertpunkt kann die Darstellung des Datenpunktes angepasst werden. Dieses Fenster steht nur bei Liniendiagrammen zur Verfügung. Form, Farbe, Transparenz und Größe können wieder über die zusätzlichen Eigenschaften eingestellt werden. Im Fenster X-Achse kann die Darstellung der X-Achse angepasst werden. Zwischenwerte, die X-Achse ist, entsprechend ihrer zeitlichen Einteilung, durch kleine Teilstriche unterteilt. Diese lassen sich bezüglich ihrer Darstellung innen, außen, beides, keine und bezüglich ihrer Länge parametrieren. Linie zeigen. Wird dieses Feld aktiviert, wird die X-Achse als Linie angezeigt. Vorgabe: Es kann ein Zeitbereich für die Darstellung des Graphen voreingestellt werden. Zeitbereiche von einer Stunde bis zu einem Jahr sind möglich. Im Fenster Y-Achse kann die Darstellung der Y-Achse angepasst werden. Zwischenwerte: Die Y-Achse ist, entsprechend ihrer Werteinteilung, durch kleine Teilstriche unterteilt. Diese lassen sich bezüglich ihrer Darstellung innen, außen, beides, keine und bezüglich ihrer Länge parametrieren. Linie zeigen. Wird dieses Feld aktiviert, wird die Y-Achse als Linie angezeigt. Dezimalstellen. Die Wertanzeige kann mit und ohne Nachkommastellen parametriert werden. Die Anzahl der Nachkommastellen wird hier eingestellt. Präfix. Hier können zum Beispiel Beschriftungen, physikalische Größen etc. vor den Anzeigewert gesetzt werden. Suffix. Hier können zum Beispiel physikalische Größen, Einheiten usw. nach den Anzeigewert gesetzt werden. Die Y-Achse kann manuell auf einen Maximumwert skaliert werden. Minimum. Die Y-Achse kann manuell auf einen Minimumwert skaliert werden. Werden keine Maximum- oder Minimumwerte parametriert, erfolgt die Skalierung automatisch im entsprechenden Wertebereich der aufgezeichneten Werte. Im Fenster Gitterlinien kann die Darstellung eines Gitternetzes parametriert werden. Sichtbar: Wird dieses Feld aktiviert, werden Gitterlinien sichtbar gemacht. Richtung: Die Darstellung der Gitterlinien in horizontaler Richtung, in vertikaler Richtung oder in beiden Richtungen kann ausgewählt werden. Farbe, Transparenz, Linienstärke, Füllfarbe und Transparenz der Füllung werden in bekannter Weise eingestellt.